Außen knusprig, innen fluffig. Die Deutschen lieben Brötchen. Butter, Honig und ein krosses Brötchen. Das ist genial. Handgemacht vom Traditionsbäcker oder Discounter Massenware. Wie teuer darf sein? 30, 50 Cent. Unter 30 Cent müsste schon sein. Wie werden Brötchen eigentlich hergestellt? Natürlich bei einem Handwerksbäcker von Hand gemacht. Was verdient ein Bäcker an einem Brötchen? Und schmeckt man Handarbeit am Ende wirklich? Sven Kroll findet es raus. So ein Weizenbrötchen kostet in der Regel beim Discounter 12 Cent. Wenn Sie zum Traditionsbäcker gehen, ohne Auflage wohlgemerkt, zahlen Sie 35. Wie kommen denn eigentlich diese Preisunterschiede zustande? Und was ist drin in so einem Brötchen? Wie wird es hergestellt? Ich nehme Sie heute mit auf eine kulinarische Reise vom Frühstücksteller bis zum Abendbrot bei ausgerechnet Brötchen. Eins ist klar. Die Deutschen mögen's klassisch. Sven will wissen, worauf es beim heimischen Frühstück ankommt. Vier normale Brötchen von vier verschiedenen Herstellern. Worauf achten die Leute? Optik oder Preis? Guten Morgen, ich habe Brötchen mitgebracht. Erschrecken Sie sich doch nicht so. Ich würde ganz gerne wissen von euch, welches würdet ihr kaufen? Also tendenziell würde ich mich immer für das Braunste entscheiden. Ich bin sehr für krosse Brötchen und dementsprechend würde ich das da nehmen. Wir haben also keinen Hunger. Ich würde das Dunklere nehmen. Warum? Ja, ich bin so ein bisschen krokanter vielleicht, ein bisschen krosser. Ja, dieses Runde. In der Mitte? Ja, genau. Das Dunkle. Das hier, warum? Ja, weil das sieht einfach ansprechend aus. Die anderen sind zu blass. Das ist eher so vielleicht vom Bäckermeister. Das ist richtig. Ja. Na, haben Sie aber gut erkannt. Ja, ich bin Pizzabäcker. Was sind Sie denn bereit für ein Brötchen auszugeben? Also unter 30 Cent müsste schon sein mittlerweile. 30, 50 Cent. 50 Cent? Also 90, ja. 90 Cent? Ja, wenn es toll ist. Was wären Sie denn bereit dafür zu bezahlen? Maximal. Wie viel wollen Sie haben? 50 Cent? 50 Cent? Ja. Was halten Sie von Tiefkühlware? Da muss schon die Not sehr groß sein, um Tiefkühlware bei Brötchen zu kaufen, würde ich sagen. Ich denke, man muss schon mittlerweile so 35 Cent für ein Brötchen bezahlen. Dann hat man einmal, glaube ich, gute Qualität. Das klassische Weizenbrötchen zeichnet sich wie kaum ein anderes Produkt durch seine vielfältige Namensgebung aus. In jeder Ecke Deutschlands heißt es anders. Die Berliner lassen sich ihre Schröppe schmecken. Rund um Hamburg spricht man vom Rundstück. In Bayern wird Assemmel gekauft. Und als Franke frühstückt man ein knuspriges Kipf. In Köln sind es die Brötche. Wie sie maschinell hergestellt werden, will Sven jetzt herausfinden. 60.000 Stück fertigt die Großbäckerei Kraus täglich für den Verkauf in den 49 Filialen in Köln und Umgebung. Um hier einen Einblick zu bekommen, heißt es für Sven, früh aufstehen. Überhaupt nicht meine Uhrzeit. Die einzige, die Sonne, die hier leuchtet, ist das Licht von der Kamera. Ich weiß jetzt schon, ich werde kein Bäcker mehr. Aber ich habe einen Termin, und zwar in einer Großbäckerei. Und die stehen natürlich mega früh auf und wissen, wie es geht. Und auch wenn da viele Maschinen am Werk sind, irgendwie mit anpacken will ich trotzdem. Mal schauen, wie es funktioniert hier. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Kann man noch morgen sagen? Ja. Oder sagt man gute Mitternacht? Morgen sagt man eigentlich immer. Bevor es losgeht, muss Sven sich erst mal in Schale schmeißen. Das ist ja der Bademantel der Leidenschaft hier, ne? Ja, genau. Dr. Kroll für den Brötchen-OP bereit? Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier? Aktuell hier in der Produktion mit den Fahrern und allen drum und dran so ca. 120. Genau, die jede Nacht hier ihr Bestes geben. Moin. Guten Morgen. Boah, das ist ja wie auf der Autobahn. Ja. Fährt sich ständig was entgegen. Hektisches Treiben. Also mein erstes Gefühl in dieser Halle ist, man kommt hier rein, sieht überall viele Leute, die aber auch wissen, was sie tun. Und diese unglaublich großen Maschinen, eine riesen Backstraße. Das ist schon immer sehr enorm anzugucken. Da sind sie schon. Das sind jetzt die, von, die jetzt gerade frisch rauskommen. Die sehen aus wie kleine Baguettes hier. Ja. Musst du auch eine kleine Brötchen backen, oder? Die sind jetzt gerade ganz frisch geformt. Die Brötchen, die müssen jetzt danach auf Gare, so nennen wir das. Also das heißt, wir lassen die jetzt stehen bei Raumtemperatur. Und dann fängt die Hefe an zu arbeiten. Wie lange dauert es vom Teig, bis die Masse angerührt ist, bis hin zum fertigen Brötchen? Also wie viele Stunden sind das ungefähr? Das variiert ein bisschen. Dadurch, dass wir halt eben im Laden backen, so frisch wie möglich, liegen die halt auch schon ein bisschen länger. In der Regel vergehen immer mindestens 10 bis 12 Stunden.
Je mehr, wenn mehr Zeit ist, ist auch mehr Geschmack am Ende drin. Wenn ich mir jetzt diese ganze Apparatur hier angucke, ne, das ist ja ein Riesenroboter letztlich. Was ist denn der Unterschied zwischen der Maschine und dem traditionellen Bäcker? Also warum lohnt sich das eher für uns? Ja, die Maschine ist schneller. Also wenn es nur ums reine Finanzielle geht, ist erstmal natürlich das der große Faktor. Das Familienunternehmen wurde 1928 in Köln gegründet und ist von der kleinen Backstube zur Großbäckerei gewachsen. Mit 60.000 Brötchen pro Tag liegt sie aber noch weit unter den Produktionszahlen der größten deutschen Industriebackstraßen. Die schaffen bis zu 40.000 Stück pro Stunde. Was nimmst du für so ein weißes, normales Brötchen? Eins kostet bei uns 35 Cent, ganz normaler Preis. Und was verdienst du denn letztlich dran? Ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, unter einem Cent. Unter einem Cent? Ja, eigentlich schon. Klingt erstmal nicht viel. Doch 20 Millionen verkaufte Brötchen machen aufs Jahr gerechnet 200.000 Euro Gewinn. Was macht denn hier den Preisunterschied aus? Also warum sind die jetzt letztlich günstiger, als wenn sie bei einem Traditionsbäcker hergestellt werden? Einfach, weil da halt weniger Handarbeit drin ist und das dann halt eben auch weniger kostet. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir dieses riesige Moped hier angucke, ne, diese Brötchenmaschine, was kostet das überhaupt? So eine Maschine kostet ganz grob irgendwie sowas um die 400.000 Euro. Oh. Das muss finanziert werden, aber die läuft auch eigentlich in der Regel circa bis zu 20 Jahren, sag ich jetzt mal. Oder 10 Jahre kann man auf jeden Fall so eine Maschine laufen lassen. Und bei 60.000 Brötchen am Tag kann man das aufs einzelne Brötchen ganz gut umrechnen. Im Vergleich zu einer kleinen Filialbäckerei sind die Kosten für die Technik höher. Dafür ist die Arbeitszeit pro Brötchen niedriger. So holt die Maschine ihren Preis wieder rein. Das ist der ganz normale Brötchenteig. Wie viel Brötchen kriegst du daraus? 110 Kilo ungefähr Teig, 120 Kilo. Ein Brötchen wiegt ungefähr 55 Gramm, 60 Gramm. Also sind das so circa 2000 Brötchen, oder? Ja. Wahnsinn. Ja. Was macht ihr denn eigentlich mit den Brötchen, die hinterher nicht verkauft werden? Die rausgehen in die Filiale, die werden alle gebacken. Und die kommen dann aber auch wieder gebacken zu uns zurück. Und die gehen dann bei uns, also bei uns darf sich dann die Tafel alles holen. Das, was dann noch übrig bleibt am Ende, das geben wir an einen Schweinefuttermittelhersteller. Also insgesamt sind wir, glaube ich, aktuell bei so circa 16 Tonnen im Monat ungefähr, die da weggehen. Einmal gut zielen vorne mit dem vorderen Rad. Und genau, jetzt ist er eingerastet. Jetzt können wir hochfahren. Und das fällt jetzt alles in die Maschine rein und dann werden automatisch die Brötchenrohlinge daraus gemacht. Genau. Ab hier geht alles vollautomatisch. Der Teig wird per Lift nach oben befördert und in die Backstraße geschüttet. Dort werden die Brötchenrohlinge portioniert, maschinell geformt und weiter transportiert. Sie schlussendlich in die Kühlung können. Sag mal, das ist ja jetzt alles hier eine super getaktete Kette, auch bis es dann auch bei euch im Laden ist. Kriegt man darüber ein bisschen Ersparnis? Nee, vor allem halt eben die Kühlung hinterher ist natürlich gerade keine Ersparnis. Ne? Also alles, was danach halt eben dann noch an Aufwand kommt, ist halt für die Qualität vom Produkt. Und das kostet dann halt eben tendenziell erstmal mehr. Ne? Aber das ist natürlich dann auch das, was uns dann halt eben vielleicht hinterher vom Lebensmitteleinzelhandel nochmal unterscheidet. Ne? Aber warum sollte ich mich als Kunde tatsächlich für so ein industriell gefertigtes Brötchen entscheiden? Also ich finde, unsere Brötchen sind noch nicht mal unbedingt richtig industriell gefertigt. Wir haben kein gefrostetes Brötchen, also wir frieren die nicht, sondern wir kühlen die nur. Und deswegen ist unser Brötchen halt eben noch mal ein gutes Stück teurer als halt eben im Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel. Aber natürlich günstiger als jetzt ein handgefertigtes. Ein Teil der Brötchen wird hier auch gebacken, denn eine der Verkaufsfilialen ist direkt an die Produktion angeschlossen. Was hier sofort auffällt, die haben alle die gleiche Größe und die gleiche Form ungefähr. Das kommt natürlich auch ein bisschen durch die Maschine, ne? Einmal zusammen. Was tust du denn hier? Ist knusprig, kommt auch wieder hoch, also ist ein bisschen elastisch. Genau, und wenn du dann einmal aufreißt, dann siehst du halt die wunderbar wattige Krume. Schmeckt auch gut. Also ist jetzt nicht so ein Gipsprodukt, ne? Kein Karton. Ich könnte ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich jetzt einen Unterschied zwischen dem Traditionsbäcker oder eben diesem Brötchen hier rausfinde. Vielleicht, wenn die richtige Nuss-Nougat-Creme da drauf ist. Ein Weizenbrötchen kostet hier 35 Cent.
Die Betriebs- und Produktionskosten machen den größten Teil aus. Hinzu kommen Reinigungs- und Instandhaltungskosten sowie die Verwertung von Produkten, die nicht verkauft werden. Weitere Kostenfaktoren sind der Transport und die Kühlkette. Sie machen ebenfalls einen großen Teil des Brötchenpreises aus. Svens nächste Station ist die Auslieferung. Zusammen mit Fahrer Ali Şimşek packt er den LKW voll. Wo sind die normalen Brötchen, die Teiglinge? Normale Brötchen, Teiglinge hier. Ja? Ja. Wie viel sind das? 450. 450? Ein Stapel, ja. Die Zeit läuft. Die Filialen müssen pünktlich zur Frühstückszeit beliefert sein. Der frühe Vogel fängt hier das Brötchen. Wann hast du denn angefangen? Ich habe um 2 Uhr angefangen. 2 Uhr? 2 Uhr. Jetzt mal ganz ehrlich, hast du da normales Leben noch? Nachmittag. Boah, Wahnsinn. Ja. Muss man aber auch Bock drauf haben, oder? Ja. Insgesamt 11 Lieferfahrzeuge sind dafür dreimal täglich im Einsatz. Die ganze Flotte fährt pro Tag über 1300 Kilometer, um die 49 Filialen zu beliefern. Aber Ali, es hat einen Vorteil, dass ich dich jetzt ein bisschen abgehalten habe. Du siehst das erste Mal wahrscheinlich den Sonnenaufgang über Köln. Genau, ja. Erste Station, eine Bäckerei in Bergisch Gladbach. So, Tempo ist angesagt. Ali ist heiß. Die Brötchen nicht, aber das ändern wir gleich. Oh, guck mal, so ein Duft raus. Morgen. Hier sind sie, die Teiglinge. Noch rein in den Ofen. Der Transportweg wird als Ruhephase für den Teig genutzt. Vor Ort werden die Teiglinge gebacken. Gleichzeitig werden unverkaufte Produkte abgeholt. Schon spannend zu sehen. Eben war das noch richtig kalt. Ne? Und jetzt ein paar Minuten später ist es ein knackfrisches Brötchen. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Logistik dahinter steht, Kühlkette, rumfahren in der Weltgeschichte, austeilen in die einzelnen Filialen, da steckt eine Menge Arbeit hinter für so ein Cent-Produkt. Mama, sorry, dass ich dich aufkam. Das nächste Mal kannst du mir auch gerne helfen. Ja, dann komme ich aber früher. Okay, dann 2 Uhr musst du aufstehen. No, nee, dann später. Okay, alles klar. Pass auf dich auf. Ja, tschüss. Und wo kaufen die Deutschen Brötchen, Brot und Co.? Fast die Hälfte greift im Supermarkt zu. Rund ein Viertel bedient sich an der Backstation im Discounter. Etwas weniger Leute kaufen in einer Bäckerei ein. Wie steht es also um die Backbranche in Deutschland? Jedes Jahr gibt es weniger kleine Bäckereien. Die Filialen der großen Ketten werden dagegen immer mehr. Das liegt vor allem an den stetig wachsenden Selbstbedienungstheken der Discounter und den zahlreichen Backshops. Ergebnis dieses Strukturwandels: ein enormer Preisdruck innerhalb der Branche. Die nächste Bäckergeneration muss sich also gut überlegen, in welchen Bereich sie einsteigen möchte. Sven hat eine Verabredung an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Olpe. Ich freue mich schon, denn ich habe jetzt gleich sozusagen ein Date mit Bäckermeisteranwärtern. So, diesmal mit stylischer Käppi nach hinten. Die sind kurz davor, die Prüfung zu machen und wissen natürlich, wie es geht. Ist die Backbranche gerade für junge Leute überhaupt noch attraktiv? Und lohnt es sich, als Bäcker Karriere zu machen? Sven will es von den Azubis selbst wissen. Zum Glück weiß er mittlerweile schon, wie man am Backtisch richtig mit anpackt. Warum wollt ihr unbedingt Bäckermeister werden? Also bei mir ist es so, ich bin die vierte Generation bei uns daheim praktisch. Und also es liegt mir schon fast im Blut. Und ich freue mich natürlich, dass ich dann die Familientradition halt fortführen kann. Ich frage mal ganz platt, kann man damit heutzutage noch Geld verdienen? Ja, kann man. Gutes, also, oder ist das so was, dass man eher über die Runden kommt? Nö, kann man eigentlich schon ganz gut von leben, sagen wir es mal so. Es ist ja auch im Endeffekt, wir fangen ja schon früh an. Meistens ja schon 16, wenn sie in die Lehre gehen. Und man verdient ja mit 16 dann schon Geld. 615 Euro gibt es für die Auszubildenden im ersten, 700 Euro im zweiten und 820 Euro im dritten Lehrjahr. Das Einstiegsgehalt kann von 1.700 bis 2.100 Euro variieren. Als Bäckermeister ist ein Bruttogehalt bis 3.500 Euro möglich. So, können sich die jetzt in den Verkauf kriegen? Nee. Nee. Nein. Ach, schade, ich dachte, ich gehe heute als Meister Übung macht ja bekanntlich den Bäckermeister, Sven.
Wer von euch hat denn jetzt keinen familiären Background und startet jetzt komplett neu als Bäcker? Drei? Ja. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin dann wollte ursprünglich Konditor lernen und bin dann über Zufall an eine Lehrstelle gekommen. Schon sehr früh, ich glaube mit 13, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe mich dann auch relativ schnell festgelegt, dass ich da dann mit 16 auch lernen möchte. Also ich habe mit einem Studium begonnen. Ich habe aber ziemlich schnell festgestellt, eigentlich im zweiten Semester, dass das nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Ich habe Jura studiert. In den Semesterferien konnte ich dann eben zu Hause in der Backstube bei meinen Eltern arbeiten. Und in der Vorlesung habe ich mich wirklich fehl am Platz gefühlt. Und da war eigentlich für mich klar, ich muss was ändern. Und zufällig hat meine Schwester im gleichen Moment das Gleiche empfunden. Und ja, wir wollen dann zusammen den Betrieb übernehmen. Die Bäckerinnen und Bäcker von morgen müssen umdenken, sagt Jürgen Hinkelmann vom Bäckerinnungsverband. Gibt es einen Bäckereisterben? Es gibt einen Strukturwandel. Und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. So ändert sich einfach vieles andere auch. Es gibt auch viel weniger kleine Elektrobetriebe, als es früher der Fall war. Die Betriebe werden zum großen Teil größer. So können wir natürlich auch Arbeitszeitmodelle anbieten, die es früher nicht gab. In unserem Betrieb gibt es eben auch eine Frühschicht und auch eine späte Schicht. Also die späte Schicht fängt um 7 Uhr an. Das wäre für Sie sicher immer noch früh. Für uns ist das, oder für unsere Mitarbeiter ist das natürlich eine sensationell gute Zeit. Aus welchen Bereichen kommen denn die meisten Auszubildenden? Also wir holen sehr viele junge Auszubildende einfach auch bei Praktiken ab. Also bei Schülerpraktika, da sehen Sie eben, dass wir doch eine ganze Menge tun können, dass jeder eben auch seine Fantasien ein ganzes Stück weit ausleben kann. Trotzdem leidet die Branche unter Nachwuchsmangel. Laut Statistischem Bundesamt ist die Anzahl der Ausbildungsplätze in den letzten 13 Jahren um knapp 60% zurückgegangen. Was ich hier ganz stark merke, ist, dass die jungen Menschen, die hier wirklich lernen, total Bock auf diesen Job haben. Und dass ich hier vom Bäckereisterben erstmal hier zumindest nichts merke. Und ich glaube, wenn diese jungen Menschen in die Bäckereibetriebe zurückgehen werden, da könnte ich schon ordentlich was reißen. Die Nachfrage nach Brötchen und Co. ist jedenfalls hoch. Und dank steigender Preise steigen auch die Umsätze der Bäcker. Aber kann man die Preisunterschiede bei Brötchen rausschmecken? Sven hat für seinen Geschmackstest Mitglieder eines Bonner Tennisvereins zum Frühstück eingeladen. Begleitet wird der Test von Bäckermeister und Brotsommelier Norbert Büsch. Es gibt Brötchen eines Traditionsbäckers, eines großen Backshops, einer Discounter-Backstation sowie Tiefkühl-Aufbackbrötchen. Das Einzige, was hier am TC Blau-Gold in Bonn, Tennisverein Blau ist, ist der Regenschirm. Der Rest kommt von oben, ist nass und nicht so toll, aber egal. Wir haben gute Laune, es gibt frische Brötchen und ich freue mich darauf, wie unser Test jetzt vonstatten geht. Morgen Tennisclub! Und Norbert Büsch ist bei uns, unser Brotsommelier. Hör mal, wir haben ja heute vier verschiedene Brötchen mitgebracht. Du hast wahrscheinlich schon mal drauf geguckt. Hast du schon eine Ahnung, in welche Richtung das beste Brötchen gehen könnte? Ja, doch. Ja? Ja, ja. Was glaubst du? Gib mal deinen Tipp ab. Gucken Sie mal alle weg. Tippen Sie mal auf die Farbe. Okay. Ja. Woran machst du denn fest, ob so ein Brötchen wirklich eine gute Qualität hat? Hörst du das? Riechst du das? Schmeckst du das? Oder was sind so die Bedingungen, woran man das als Kunde vielleicht auch im Laden sofort erkennen kann? Also man muss erstmal ansprechendes Aussehen haben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Es gibt viele Leute, die mögen auch diese sogenannten Süßbläschen hier. Die kommen durch die Umluft. Dann muss das Brötchen ansprechend rösch sein. Und dann, sag mal, ich als Fachmann gehe immer hin und nehme erst ein Stückchen aus der Krume raus, probiere einmal durch, ob da wirklich, da muss man einfach die Schnauze voll haben, da muss Geschmack drin sein. Ne? Also, guten Appetit. Die Tester sollen entscheiden, welches Brötchen von der Traditionsbäckerei, dem Discounter, der großen Backkette und aus der Tiefkühltruhe kommt. Ob sie das an Geschmack und Konsistenz erkennen? Riechen Sie mal. Riecht nach gar nichts. Also das ist mir zu blass. Das Rote ist deutlich von der Tanke. Das hat überhaupt keine Oberflächenstruktur. Das ist so wie so ein, aus der Fabrik. Und hier das, hier mit dem Boden drunter, kann man auch klopfen. Das hat eine ganz andere Akustik. Man hat ja eher das Gefühl, es sind so diese Noppen drauf vom Blech. Und bei dem anderen sieht ja fast aus wie aus dem Ofen. Das ist auch so ein Tiefkühlbrötchen oder von der Tanke. Also welches ist das? Das Grüne. Größte Herausforderung für unsere Tester, die individuellen Frühstücksvorlieben ausblenden, um nur das pure Brötchen zu beurteilen. Wenn ich da morgens reinbeiße und es kracht so ein bisschen, da habe ich ja schon gleich so ein Gefühl der Frische. Butter, Honig und ein krosses Brötchen. Genial.
Dann muss es wirklich schön ein bisschen dunkel draußen sein. Das muss knacken, dann kommt der Honig und alles zum Tragen. Zur Erinnerung, das blaue Fähnchen steckt im Brötchen vom Traditionsbäcker. Gelb steht für einen großen Backshop. Das rote Brötchen kommt aus der Backstation eines Discounters. Und grün steht für ein Tiefkühl-Aufbackbrötchen. Was glauben Sie, welches Brötchen ist qualitativ das minderwertigste und wofür würden Sie am allerwenigsten ausgeben? Einmal die Farbe hoch. Oh, sehr unterschiedlich. Okay, was glauben Sie bei den gelben und roten, die jetzt so Ihre schlechtesten Favoriten waren, wo kommen die her? Rot, danke. Mhm. Und gelb, Ticker. Welches ist für Sie das Top-Brötchen gewesen? Sehr eindeutig. Ich würde sagen, es ist nicht das Grüne, es ist das Blaue. Wovon könnte das Blaue sein? Bäcker. Der Traditionsbäcker. Ja, genau. Ja, ich denke mal, das ist richtig frisch gemacht und aus dem Ofen gekommen. Und was glauben Sie, wo kommt das Grüne her? Ich könnte mir das aus dem Automaten vorstellen. Automaten, Großbäckerei? Ja. Okay. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das das Tiefkühlbrötchen ist. Für ein Tiefkühlbrötchen gut gemacht. Ja, das überrascht mich positiv. Also. Das heißt ja nicht, dass Tiefkühl schlecht sein muss. Ne? Einstimmiger Geschmackssieger unserer Stichprobe, das Brötchen vom Traditionsbäcker für 30 Cent. Direkt dahinter landet das halb so teure aufgebackene Tiefkühlbrötchen. Die Brötchen vom großen Backshop und dem Discounter konnten nicht überzeugen und landen auf den letzten Plätzen. Ich habe ja das Gefühl, ich habe euch alle irgendwie beeinflusst mit meinem blauen Regenschirm hier. Viel Spaß, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, hat Spaß gemacht. Ich nehme auch noch ein bisschen Reiseproviant mit, kann ja nicht schaden. Ich fand nämlich auch das grüne Brötchen eigentlich ganz gut, aber das blaue hat es dann irgendwie mit dieser Knusprigkeit doch rausgerissen. Insofern ist es nicht verkehrt, die sind satt, ich bin glücklich. Viele kleine Bäckereien sterben zwar aus, aber manche finden mit handgemachten Backwaren ihre Nische. Und nicht wenige Kunden sind bereit, dafür auch etwas mehr zu zahlen. Zum Beispiel bei Deutschlands Bäcker des Jahres 2019, Josef Hinkel aus Düsseldorf. Er wurde für seine Kreativität, Qualität und seinen Einsatz in der Branche ausgezeichnet. Dass jedes Produkt für sich, ob das jetzt Blechputzen ist oder ob das jetzt ein Brötchen ist, immer mit Herzblut gemacht werden muss, damit das Gesamtergebnis eben genauso auch ist. Der stadtbekannte 61-Jährige empfängt Sven heute in seiner Traditionsfiliale. Ich will mal wissen, wie es heute funktioniert, wie die gemacht werden, ja. Damit du deine Brötchen verdienst sozusagen. Komm einfach mal mit, wir gehen mal rein. Alles klar. Josef, was machen wir heute? Wir machen heute richtige rheinische Schnittbrötchen, natürlich bei einem Handwerksbäcker von Hand gemacht. Kriegt man damit heute noch so eine Industriekasse voll? Ja, nicht alleine mit dem Brötchen, ist schon klar, aber mit dem ganzen Programm, was wir haben, da schon. Ist das so richtig? Ich habe das jetzt einfach nur gemacht. Sieht perfekt aus. Schuss muss sein, Kopfbedeckung muss sein, jetzt noch Hände waschen und ab in die Produktion. Okay. Das ist ein bisschen wie so ein Flashback zurück in meine Schulzeit, denn mein damaliger Schulfreund hatte tatsächlich, zumindest die Eltern, eine eigene Bäckerei. Da sah es genauso aus und der beste Knaller ist, es riecht auch so. Der Familienbetrieb Hinkel besteht seit 1891 und wird von Josef in vierter Generation geführt. Sven gewährt er heute einen Blick in seine Backstube. Was macht so ein richtig gutes Brötchen? Ein gutes Brötchen macht erstmal aus, dass man einen sehr, sehr weichen Teig hat. Das kann man tatsächlich nur auch darstellen, wenn man eben alles auch mit der Hand noch macht. Und ganz in Ruhe mit den richtigen Teigentwicklungsphasen stehen lassen, stehen lassen, stehen lassen. Ein gutes Brötchen geschätzt bei mir 10 bis 12 Stunden. Um die 20 Kilo sind drin. Wie viele Brötchen kriegst du da raus? Da machen wir ungefähr 600 Brötchen raus. 600? Und am Tag, wie viel machst du für den Verkauf? Ach, wir machen so insgesamt mit allen Pipapo auch schon so 4.000, 5.000, 6.000 Brötchen. Genau. Oh. Und die gehen auch alle weg? Die gehen auch alle weg. Der Nettoumsatz im Bäckerhandwerk ist in den vergangenen drei Jahrzehnten um satte 60% gestiegen. Im Jahr 2019 konnte sogar erstmals die 15-Milliarden-Marke durchbrochen werden. Allein die Traditionsbäckerei Hinkel macht einen jährlichen Umsatz von rund 5 bis 6 Millionen Euro. Normales Brötchen kostet 40 Cent. So, wenn du das jetzt mal so aufdröselst, wie viel verdienst du daran? Wir rechnen so mit einem Ertrag auf den Umsatz von ungefähr 10-12% des Volumens. Das heißt also, wenn man das so allgemein rechnet, bleibt an so einem Brötchen ohne 4 Cent kleben. Was ist denn das teuerste am Brötchen? Arbeitszeit. Jetzt jede noch. So ein bisschen Spitzen dürfen sie haben. Probiert einfach mal aus. So? Ja, ruhig noch ein bisschen mehr. Die sollen ruhig auch so Spitzen kriegen. Hier so. Also, das machst du mit dem Daumen.
Ich krieg da gar keine Spitzen ran. Mach mal ab, wenn du erst mal zwei Wochen bei mir bist, dann floppt das Ding von Jan Sahlén. Hier wird noch viel mit der Hand gearbeitet. Na klar gibt es Maschinen, die unterstützen, aber man merkt sofort, es funktioniert nicht ohne die Menschen, die hier Hand in Hand arbeiten. Zutaten zusammenpacken, alles wieder rausholen, aus den Öfen einschneiden und so weiter. Jeder weiß, wie jeder Griff zu sitzen hat letztlich. Warum soll ich denn bei dir jetzt 4, 5, 6 Cent mehr im Laden bezahlen als bei einem Günstigbäcker zum Beispiel? Ja, weil es einfach leckerer ist und man weiß, dass da eben keine Chemie drin steckt. So einfach ist die Welt. Ist das wirklich so? Klar, sagst du. Wo kommen denn die Rohstoffe her? Die kommen ja, also das Mehl kommt üblicherweise hier aus der Nähe, also nachhaltig. Hefe kommt auch aus Deutschland. Wasser kommt hier bei uns aus dem Bergischen Land runtergeflossen. Ökologischer Jedermann. Also ein regionales Produkt letztendlich? Also wirklich regionales Produkt, ja. Ein normales Brötchen sollte lediglich Mehl, Wasser, Hefe, Salz und Malz enthalten. Dagegen sind bei industriell hergestellten Brötchen meist auch Verdickungsmittel und andere Zusatzstoffe enthalten, um die Gehzeit des Teigs zu verkürzen. Als sogenanntes Kleingebäck darf das klassische Brötchen maximal 250 Gramm wiegen. 30 Minuten Arbeitszeit für ein Blech mit 30 Teiglingen veranschlagt diese Bäckerei. Dazu gehört, den Teig herstellen, kneten, die Masse gehen lassen, in Form bringen und wieder ausreichend gehen lassen. So, warum müssen die jetzt hier angeschnitten werden? Die gehen ja jetzt hier an der Stelle auf, gären. Das ist jetzt die nächste und die längste Phase. Und dann vor dem Backen werden die gedreht, dann platzt das hier auf. Und das ist dann das reine Schnittbrötchen. So, und jetzt geht's ab in den Ofen. 240 Grad vorgeheizt. Aber das ist ja das Glücksrad der großen Freude. Ja, das Karussell, genau. Die Backdauer wird hier nicht nach strikten Zeiten definiert, sondern nach Gefühl. Und wie schmeckt's? Josef hat gerade nicht geguckt. Ich habe mir einfach mal eins geschnappt. Das war bullenheiß. Aber man merkt auch schon, allein vom Anfassen ist das anders. Das ist viel knackiger als das, was ich sonst aus dem Ofen hole. Und ich bin mal gespannt, wie es innen drin aussieht. Ja, das ist fluffig, ne? Oh, lecker. Mit 40 Cent pro Brötchen liegt der Traditionsbäcker preislich am oberen Ende. Einen Großteil seines Gesamtumsatzes macht jedoch der Verkauf von Broten und anderen Backwaren aus. Beim Brötchen bleiben Bäcker Hinkel etwa 4 Cent Gewinn pro Stück. Ich pack die erstmal ein, die kriegst du so, wer arbeitet, soll er was dafür bekommen. Mindestens diese zwei wunderschönen Brötchen für dich. Aber pro Brötchen hätte ich jetzt 40 Cent bezahlt, oder? Normal 40 Cent und dann wär's dein für den. Zwei sogar, habe ich 80 Cent gespart. Josef, vielen Dank. Komm her. Hat Spaß gemacht. Ja, alright. Bleib gesund. Danke. Tschüss. Tschö. Nach seinem Besuch macht Sven den Preisvergleich. Die Traditionsbäckerei Hinkel schafft täglich rund 6.000 Brötchen in Handarbeit. In der Großbäckerei sind es dank Maschine 10-mal so viele, rund 60.000. Das handgemachte Brötchen kostet 40 Cent. In der Großbäckerei ist es 5 Cent günstiger. Pro Brötchen macht der Traditionsbäcker etwa 4 Cent Gewinn. In der Großbäckerei ist es weniger als 1 Cent pro Brötchen. Sven kehrt von seiner Reise durch die Welt des Weizenbrötchens mit vielen Erkenntnissen zurück. Der Verkaufspreis variiert zwischen etwa 12 und 40 Cent. Körnerbrötchen sind deutlich teurer. Am günstigsten ist es in Backshops und beim Discounter. Großbäckereien sichern sich ihr Überleben, indem sie große Mengen maschinell produzieren. Gebacken wird dann in der Filiale. Traditionsbäckereien bauen auf Kunden, die bereit sind, ein paar Cent mehr zu zahlen. Denn in diesen Brötchen steckt besonders viel Handarbeit. Ja, hier endet sie, unsere kleine Reise durch den Brötchenkosmos. Und wenn ich eines mitnehme, ist es, dass ich definitiv meine Brötchen demnächst wieder beim normalen Bäcker kaufen werde. Weil Brötchen ist für mich einfach nicht mehr Brötchen. Zu wissen, was drinsteckt und wie sie hergestellt werden, machen dann für mich persönlich zumindest doch den Unterschied. Und dann gebe ich auch gerne ein paar Cent mehr aus. Aber letztlich kommt es auf den Geschmack an und was Sie bereit sind, dafür auszugeben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. War ausgerechnet.